Ich finde jetzt Hintergrundmusik schon etwas besser, da das einfach die Atmosphäre des Videos höher steigern kann. Ja klar, jeder hat da so seine andere Ansicht darüber. Das ist natürlich auch gut, weil sonst werden wir alle nur Videos mit Musik hochgeladen oder alles nur langweilige Videos. Keine Ahnung, wie ihr das auch seht. Also ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt unbedingt Musik haben wollt. Dann werde ich mir das vielleicht sogar nochmal überlegen, aber So im Endeffekt werde ich Hintergrundmusik jetzt zumindest. so Hintergrundmusik. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, ich habe hier auch nicht so viel davon auf Lager. Es reicht vielleicht für ein paar Folgen, aber danach ist auch wieder Ende Gelände und das will ich halt nicht, dass es so schnell wieder, sag mal, ausgeht. Ich weiß nicht, wie das in den Kommentaren von den Life in the Woods bei Gronkh ist, weil der spielt ja, er hat ja eigentlich jede Folge den gleichen Track. Also Ja, der sowieso. jede Folge hörst du ja das gleiche eigentlich. Im Endeffekt hat der doch fast eh jedes Spiel und alles tausend Folgen lang Let's Play. Der hat bestimmt auch jahrelange Erfahrung und so. Ja, der Klar, hat. hat er auch die Lizenzen von den Musikliedern und alles angekauft. Also Das ist klar. so Aber von der Ausbildung her ist er eine Erweiterung von dir. Dürfte es ist. nee, das würde ich lange nicht sagen, weil der hat natürlich Er ist Programmierer irgendwie so. ja, das ist natürlich auch ein anderes Gebiet. Ich meine jetzt hier von Sachen Videotechnik und alles Möglichen, da glaube ich, dass der bestimmt schon jetzt mal sehr fortgeschritten und professionell ist und auch weiß, was er da macht, ne? Also von daher glaube ich, dass das bisschen anderes ist. Das macht er ja im Endeffekt hauptberuflich, ne? Und das ist ja was anderes. Da ist es jetzt so, dass der jeden Tag irgendwie drei Folgen rausbringt. Das muss ja nicht sein. Ich meine, hier kann man, ich sage Wobei jetzt er mal, sich da auch schon fast quält. Ach ja, ein es ist bisschen Weizenbrötchen mehr ist fertig. gesprungen als gewollt, aber gut. Das Fuck. ist jedem das seine, ne? Also ich finde das so als Let's Play, so als Hobby, einmal die Woche ist eigentlich drin, das kann man mal machen. Aber mehr muss es jetzt nicht sein, also nicht jeden Tag oder so. Einmal die Woche ist eigentlich vollkommen ausreichend. Dass sich da mal ein wenig länger hinsetzt und so. Kann da auch was draus werden und gut, das muss jetzt nicht, wie gesagt, nicht die halbe Welt zuschauen. Aber solange die Zuschauer dran Spaß haben oder meinetwegen kurz unterhalten werden Ja, gab es gibt beim auch hier Zuschauen. den YouTuber nicht die Mama. Er sagt den Streamer nicht die Mama. Er von Gronkh wurde der einmal in Gronkh Stream ja angeschrieben von Gronkh. Ja. Der hatte nämlich das so, egal was, er streamt einfach und er denkt sich dann abends immer so im Bett. So, auch wenn ich jetzt nicht wirklich viel Abonnenten habe oder Follower oder so, irgendjemand da draußen, irgendjemand habe ich jetzt glücklich gemacht. Genau, das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache im Endeffekt. Und so sehe ich das auch. Und er erhielt sich das immer als Karma. Er tut immer was Gutes, er tut anderen was Gutes und irgendwann wird er dieses Gute auch zurückbekommen. Ja. Ich fand es immer noch so genial. Ganz ehrlich, ich möchte hier mehr Einfach der oder komplette weniger. Gronkh-Stream bei ihm. Ganz ehrlich, ich möchte hier mehr oder weniger nur einen Einblick auf den Server bieten und was wir hier alles so machen. Und mehr möchte ich eigentlich auch Oh. gar nicht Wie auch mit auf der immer, Server warum auch Let's immer Play. das Skelett auf einmal mich triggert. Ich möchte hier jetzt keine Profi-Aufnahme starten oder so. Das möchte ich nicht, dass da jemand denkt, dass ich hier vorhabe, mein Leben lang hier irgendwas zu Let's Playen. Nicht wirklich leben lang. Und wie gesagt, hier nur das Server Let's Play. Das findet ja auch nur einmal die Woche statt. Das ist Ich ja für glaube, du hast da manche. hinten die Erde gemacht. Kann natürlich sein. Das ist ja für manche auch. Lustigerweise ist das für manche ja auch
schon wieder zu wenig gewesen, ne, damals. Auch Orange hat manchmal gesagt, komm, lass mal einfach mal an einem anderen Tag aufnehmen. Weil also der hat sich manchmal überhaupt nicht an die Sachen gehalten, der hat einfach, wie er gerade Lust hat und gar nicht irgendwie die anderen gefragt. Und wenn ich keine Lust hatte, hat er sich übelst aufgepimmelt und alles, ne? Und das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Als Let's Player sollte man nicht hier so seinen Willen durchsetzen, wenn man mit anderen Let's Playt, sondern irgendwie schauen, dass man auch sich irgendwie auf einen Termin einigt. Und wenn dann einer keine Lust hat, meinetwegen kann man dann auch sagen, man macht halt mal an dem Tag das was anderes oder nix oder so. Und dann halt ab beim nächsten Mal wieder gescheit. Aber ich finde das halt immer noch besser, wenn man das einmal gescheit macht als oder ein paar Mal gescheit macht, als wenn man hier jeden Tag irgendwas als Bungeln rausrotzt oder so. Wenn man dann keinen Spaß dran hat. Oder ich habe dann immer so einen kleinen Weg gemacht. Aus. Das ist ja auch relativ immer übertrieben gewesen, wie er seine Stimme immer so. Hallo und willkommen hier zu einer weiteren Folge von. Jetzt ein bisschen klarer und wir haben die perfekte Stimme zu Orange. Genau, weil im Endeffekt hört er sich im echten Leben so wie ein kleines Kitty an und verzerrt hier seine Stimme bis zum geht nicht mehr und vergewaltigt die Stimme bis da so was Gronkh-ähnliches rauskommt. Muss ja auch nicht sein, das ist ja mehr oder weniger erzwungen. Und da ist es schön, wenn man ein großes Studiomikrofon hat und seine Fähigkeiten auch ausnutzen kann. Aber ich bin gerade der Einzige mit so einem Studio-Mikrofon hier auf diesem Server. Also zumindest. Ich finde ganz ehrlich, für mich reicht vollkommen das Headset-Mikrofon. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Das hat nicht so viel Bass und da kann man sich ordentlich im Teamspeak unterhalten. Es ist jetzt zum Aufnehmen nicht optimal, aber es ist, ich sage jetzt mal, im grünen Bereich. Man versteht mich ordentlich. Das ist das Wichtigste daran. Und mehr soll es eigentlich auch nicht bieten und dafür erfüllt es seinen Zweck. Ich merke schon wieder, ich habe hier mehr oder weniger kein Essen mehr da. Irgendwo muss doch noch Essen sein. Geht schon, Leute, ich bin hier echt am Verzweifeln langsam. Können wir doch mal langsam mehr anpflanzen. Ich muss mal ganz viel Stein aus meinem Inventar rausrollen. Ich baue mal eine zweite Kiste. Oh, da ist ein Rindenfisch. Jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist er verschwunden. Wo ich gekommen bin, ist er verschwunden. Ich mache hier nochmal ein bisschen Zeugs hin. Wunder dich nicht, ich bin hier mal ein bisschen so in deine Richtung gegangen jetzt. Was? Weil ich konnte hier. Der eine Block trennt uns natürlich noch. Du siehst ja den Block. Hättest du dein Schild auch abreißen können und neu setzen können. Mit Granit habe ich den Block mal gesetzt, ne? So, weil ich brauche hier echt mal was zu futtern langsam. Und das treibt mich hier in den Wahnsinn. Ich muss meins auch mal so langsam ausbauen, also. Glaube ich, ich habe, kann mich erinnern, dass ich bei dem Skelett Knochen abgestaubt habe, aber irgendwo. Da ist er ja, dann kann ich ja mal. Brauchst du 6 Stück? 6 Knochen? Kannst du ja mal hinschmeißen. Ja. Aber im Endeffekt. Moment, wo bist du? Wo bist du? Ja. Ach da. Und, hepp! Oh. Wo bist du denn? Da unten. Da bist du. Kann man direkt wieder verarbeiten. Pro 24 dürften reichen. Mach ich mir erst auf die, die schon fast fertig sind. Da muss ich nicht so oft klicken. So. Zack, zack, zack. So. Dann habe ich hier mehr oder weniger alles mit da. Aber ich finde, Brote lohnen sich nicht so wie jetzt zum Beispiel. Ja.
Aber zur Not geht das einfach. Wie, ja, klar. Wie jetzt zum Beispiel. Karotten kriegst du irgendwie richtig viel. Wenn man zumindest welche hat. Oh, die gingen jetzt recht schnell. Und dann hau ich die noch mal rein. Ah, das ärgert mich jetzt. So. Komm. So, jawohl. Ich habe eins platt getreten, aber das habe ich schon vorher geerntet, zum Glück. So darüber. Oh, es reicht sogar für 5 Rote. Achievement sogar unlocked und alles. So, warte mal. Ja, hier auch. Ich schaue ja auch ab und zu mal nach der Grafikkarte, weil da dreht sich irgendwie immer nur ein Lüfter. Immer jeweils der andere. Die gibt sich ja schon gar nicht mehr richtig viel Mühe bei Minecraft, ne? Ja, die Denkt Grafikkarte sich. wird ja auch nur durch den Shader belastet. Nicht Denkt sich durch nur so. Puh, aber wenn sonst ich hier eigentlich nur den. die CPU. Ja, die CPU, die ist eigentlich bei Minecraft am meisten beansprucht, vor allem wenn man aufnimmt. Die CPU natürlich muss natürlich die Leistung liefern. Sonst wird sie geschlagen, ne? Kann natürlich auch sein, dass die Grafikkarte ein bisschen zu overpowered für die CPU ist. Jetzt schaue ich mal. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall noch Holz. Also oh, ich habe ja sogar noch Holz. Habe ich noch nicht gesehen. Muss man natürlich die Augen erstmal aufmachen, bevor man hier irgendwelche Aussagen treffen kann. So, musst du mal wieder zurück. Ich muss sagen, im Moment macht das Server-Let's Play auch wieder mehr Spaß als früher, weil früher da war das einfach. Gut, das war zu einem Zeitpunkt, da hat das auch früher recht viel Spaß gemacht, muss ich. Das weiß ich halt noch, wie wir das eine gebaut haben. Naja, das eine Steinhaus, ne? Ich weiß nicht. Mit Irgendwie dadurch, dass Cobblestone. Kubi momentan auch nicht da ist, macht es auch wirklich ein bisschen mehr Spaß. Entschuldigung, Kubi, falls du irgendwie Aber dich beleidigt fühlst, aber irgendwie weiß nicht. warum meinst du jetzt, dass es mit Kubi zusammenhängen könnte? Nein, als Kubi da war, na gut, da war Orange auch irgendwie da. Nee. Wir hatten auch gewisse Aufnahmen mit Kobe, Dennis und wir beide, wo Orange ja mal nicht dabei war. Auf Aber jeden Fall. da war das auch so. Da hatten wir einmal in der Welt gebaut und danach direkt eine neue angefangen. Jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass auch Kubi so einer der wenigen ist, die so immer recht schnell aufgeben, vor allem wenn es ums Displayen geht. Gut, er macht jetzt zwar noch andere Videos auf dem Kanal, Mit einem Freund. Hier mit dem ja. Live-Legit. Aber ich glaube, er wird sich niemals für ein Projekt so hingeben können wie. Ich weiß nicht, Du. ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall wie so ein richtiger Let's Player. Nein, ich habe So natürlich meine ich das. kein Eisen Ich mitgenommen. glaube, das ist aber auch irgendwo verständlich, weil irgendwann hat man ja keine Lust mehr und alles und dann will man natürlich nicht ewig immer dasselbe machen. Natürlich klar, aber das wäre jetzt bei mir auch der Fall, wenn ich irgendwann keine Lust mehr hätte, aber ich habe ja dadurch, dass es ja nur einmal die Woche ist,
plötzlich, dass ich die Lust nicht so schnell verlieren werde, weil es ja was Besonderes ist in dem Endeffekt. Wenn ich jetzt jeden Tag aufnehmen würde, würde mir das so zum Hals raushängen, dass ich da nach sehr kurzer Zeit echt keine Lust mehr habe, ne? Musst du dir mal überlegen, wenn du irgendwas Spezielles magst in deinem Leben, es ist, sei es was auch immer, wenn du sagst, meinetwegen, ich gehe gern, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, meinetwegen, ich gehe jetzt gern chinesisch. Bett?